Lege dich auf den Rücken. Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander, Füße fallen locker nach außen. Arme etwas weiter vom Oberkörper entfernt, Handflächen zeigen nach oben. Atme noch einmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich dein Bauch mit jeder Einatmung hebt und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Vergesse nun die Zukunft und die Vergangenheit. Lasse alle Gedanken los und sei einfach nur hier, in deinem Raum, und spüre, was in dir geschieht. Sollte der ein oder andere Gedanke auftauchen, so nehme ihn wahr und lasse ihn los. Urteile weniger, denke weniger nach und komme mit deiner Aufmerksamkeit wieder mehr zurück zu dem, was du spüren kannst, als dem, was du denken kannst. Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem rechten Fuß, rechten Bein. Ziehe die Zehen ganz zu dir heran. Bringe alle Anspannung in dein rechtes Bein, in den rechten Fuß. Hebe dein rechtes Bein nun 2 bis 3 Zentimeter vom Boden ab. Strecke die Zehen weit von dir. Ziehe sie noch einmal zu dir heran. Strecke sie. Spüre noch einmal alle Anspannung im rechten Bein, im rechten Fuß und lasse dann los. Lass es einfach fallen. Bringe nun deine Aufmerksamkeit in dein linkes Bein, in deinen linken Fuß. Ziehe die Zehen ganz zu dir heran. Bringe alle Anspannung in dein linkes Bein, in den linken Fuß. Hebe dein Bein nun 2 bis 3 Zentimeter vom Boden ab. Strecke deine Zehen weit von dir. Ziehe sie ganz zu dir heran. Strecke sie. Spüre noch einmal alle Anspannung im linken Bein und deinem Fuß und lasse dann los. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem unteren Rücken. Presse deinen unteren Rücken fest in den Mattenboden. Atme tief durch den Bauch ein und wieder aus. Spüre deine Bauchmuskulatur und lasse los. Bringe deine Aufmerksamkeit zu deinen Armen und Händen. Mache 2 Fäuste. Bringe alle Anspannung in deine Arme und Hände. Hebe deine Arme und Hände 2 bis 3 Zentimeter vom Boden ab. Spreize deine Finger weit. Mache noch einmal Fäuste. Spreize deine Finger wieder. Spüre noch einmal alle Anspannung in deinen Armen und Händen und lasse los. Lasse sie fallen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit zu deinen Schultern. Drücke deine Schultern fest in den Mattenboden, ohne dabei den Oberkörper vom Boden zu lösen. Spüre die Anspannung in deinen Schultern, während du weiterhin tief in den Bauch ein- und wieder ausatmest. Lasse dann los. Lasse mit der nächsten Ausatmung den Kopf nach rechts rollen. Einatmen wieder zur Mitte. Ausatmen, lasse den Kopf nach links rollen. Einatmen, wieder zur Mitte.
Gehe nun mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal durch den gesamten Körper. Spüre, ob du noch irgendwo Anspannung oder Verspannung fühlen kannst. Wenn ja, atme tief in diesen Teil deines Körpers und lasse die Anspannung mit der Ausatmung los. Vertiefe nun wieder deine Atmung, atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Bewege langsam deine Hände und deine Füße. Strecke dich und recke dich. Spüre, welche Bewegung dir nun gut tut. Ziehe dann die Beine zu dir heran. Lege deine Hände auf deine Knie und mache kleine kreisende Bewegungen mit den Knien, sodass du deinen unteren Rücken gut im Mattenboden spüren kannst. Und noch einmal zur anderen Seite. Umfasse deine Beine jetzt ganz rolle dich nach rechts und nach links. Gebe deinem Rücken eine schöne Massage. Rolle dann nach vorne und wieder zurück. Erst ganz sanft und dann immer kräftiger, bis du zum Sitzen kommst. Setze dich in einen für dich bequemen kreuzbeinigen Sitz. Du kannst dir dafür auch ein Kissen nehmen. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist, dein Kinn leicht zur Brust gezogen, deine Schultern und Arme ganz locker und entspannt. Deine Hände liegen ruhig auf deinen Knien. Daumen und Zeigefinger berühren sich sanft im Chin-Mudra. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Lasse uns beginnen. Lege dich auf den Rücken. Die Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander, Füße fallen locker nach außen. Deine Augen und dein Mund sind geschlossen. Atme durch die Nase tief in den Bauch ein und wieder aus. Spüre, wie sich deine Lunge und deine vorderen Rippen während jeder Einatmung nach außen und oben öffnen. Mit jeder Ausatmung senkt sich dein Brustkorb wieder.
Dein Körper ist völlig entspannt. Augen, Kiefer, Hände, Schultern, Arme und Beine ganz entspannt. Bleibe mit deiner Aufmerksamkeit bei deiner Atmung. Spüre, wie sich mit jeder Einatmung deine Bauchdecke hebt und mit jeder Ausatmung wieder senkt. Atme nun langsam und tief durch beide Nasenlöcher in deinen Bauch ein, fülle deine Lunge vollständig und atme dann ganz langsam und bewusst durch beide Nasenlöcher wieder aus. Versuche deine Lunge ganz zu leeren. Atme nun tief durch beide Nasenlöcher ein, während du dabei deine Kehle etwas verengst und einen leichten Schnarchton erzeugst. Das gleiche machst du bei der Ausatmung. Steuere den Atem durch deine Kehle. Versuche ganz langsam und bewusst zu atmen. Am Anfang scheint dies noch etwas ungewohnt und ein leichtes Kratzen in der Kehle zu verursachen. Mit zunehmender Praxis wird es dir immer leichter gelingen und du wirst schnell die zusätzliche Kraft der Ujjayi-Atmung zu schätzen wissen. Diese Atemübung beruhigt den Geist, steigert die Konzentration und erhöht die Vitalkapazität. Es entsteht eine ruhige, gleichmäßige Kraft in dir. Die Ujjayi-Atmung kann auch jederzeit während der Asanas angewandt werden, um die Praxis noch etwas intensiver zu gestalten. Lasse nun deinen Atem wieder ganz von alleine fließen. Halte die Augen noch einen Moment geschlossen und spüre nach. Wir kommen nun zum Sonnengruß, Surya Namaskar, eine schöne Reihe von Yoga-Übungen, die dynamisch mit dem Atem ausgeführt werden. Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner Matte. Arme seitlich am Körper, Po- und Beckenbodenmuskulatur fest angespannt. Der Sonnengruß dehnt und kräftigt den ganzen Körper, trainiert die Kondition von Kreislauf und Herz, erwärmt die Muskeln und bereitet sie wunderbar auf die kommenden Asanas vor. In der ersten Runde werden wir jede Stellung ein paar Atemzüge halten, sodass du dir die einzelnen Positionen gut einprägen kannst
und spürst, worauf es ankommt, wenn wir die nächsten Runden dynamisch praktizieren. Obwohl wir in der ersten Runde auch zwischendurch atmen, sage ich dir immer die Einstiegsatmung an, wie wir sie auch bei dem dynamischen Sonnengruß praktizieren. Einatmen, ausatmen, zeichne einen weiten Kreis und bringe die Hände vor deiner Brust in Namaste. Halte die Stellung und presse die Handflächen fest aufeinander, sodass du die Kraft in deinen Oberarmen spürst. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Po- und Beckenbodenmuskulatur bleiben angespannt. Einatmen, strecke deine Arme weit nach oben, presse die Handflächen aneinander, spüre wieder in deine Armmuskulatur. Bauchnabel ist leicht nach innen gezogen. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Ausatmen, gleite aus der Hüfte heraus zur Erde. Lege deine Hände neben deine Füße, mache den Rücken noch einmal ganz lang und falte dich dann nach vorne. Die stehende Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Sollten deine Hände noch nicht den Boden berühren, kannst du deine Knie leicht anwinkeln. Versuche mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Einatmen, bringe deinen rechten Fuß nach hinten in den Sprinter. Senke dein Knie, deine Handflächen liegen ganz am Boden auf. Dein Blick richtet sich nach vorne, Schultern leicht zurückgerollt, spüre die Öffnung im Brustkorb. Atem anhalten, stelle die Zehen auf und bringe den linken Fuß nach hinten in die schiefe Ebene. Chaturanga Dandasana. Achte darauf, dass dein Gesäß sich mit absenkt, jedoch nicht durchhängt. Dein ganzer Körper ist unter Spannung und bildet eine Gerade. Ausatmen, senke Stirn und Körper zum Boden. Lasse die Zehen ausgleiten. Einatmen, presse deine Handflächen in die Matte und bringe deinen Oberkörper nach oben. Achte darauf, dass du nur so weit nach oben kommst, wie es dir im unteren Rücken angenehm ist. Deine Hände liegen unter deinen Schultern, Ellbogen dicht am Körper. Der heraufschauende Hund, Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, stelle die Zehen auf und drücke dein Steißbein zum Himmel. Arme sind durchgestreckt, Mittelfinger pressen in die Matte. Fersen ziehen Richtung Boden. Der herabschauende Hund, Adho Mukha Svanasana. Kopf, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Einatmen, bringe deinen rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Zehen bleiben aufgestellt. Dein Blick richtet sich nach vorne im Sprinter. Sollte dein Fuß noch nicht zwischen die Hände kommen, so kannst du ihn mit deiner rechten Hand unterstützen und nach vorne bringen. Ausatmen, bringe nun auch den linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Mache deinen Rücken mit der nächsten Einatmung noch einmal ganz lang. Und falte dich mit der Ausatmung nach vorne und unten in die stehende Vorwärtsbeuge. Kopf, Kiefer und Nacken sind ganz entspannt. Einatmen, spanne die Bauchmuskulatur an und komme aus der Hüfte heraus mit geradem Rücken nach oben. Strecke dich noch einmal ganz lang, presse die Handflächen aneinander und spüre die Kraft in deinen Armen.
Ausatmen, zeichne einen weiten Kreis und bringe die Hände wieder in Namaste. Drücke die Handflächen noch einmal kräftig aneinander. Unterarme sind parallel zum Boden. Schließe die Augen und spüre die Wärme in deinen Handflächen. Und nun links. Po- und Beckenbodenmuskulatur ist fest angespannt. Einatmen, ausatmen, zeichne einen weiten Kreis und bringe deine Hände wieder in Namaste. Spüre in deine Hände, wie sie aneinander liegen. Spüre in deine Finger. Einatmen, strecke dich zum Himmel, mache dich ganz lang und presse deine Handflächen fest aneinander. Ziehe die Schulterblätter zusammen und spüre in die Öffnung im Brustkorb. Bauchnabel zieht sanft nach innen. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus mit geradem Rücken nach unten. Lege deine Hände neben deine Füße. Einatmen, mache den Rücken noch einmal ganz lang. Ausatmen, falte dich nach vorne in Uttanasana. Versuche mit jeder Ausatmung mehr und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Einatmen, bringe deinen linken Fuß nach hinten in den Sprinter. Hände liegen ganz am Boden auf, Schultern rollen leicht zurück. Blick richtet sich nach vorne. Atem anhalten, rechten Fuß nach hinten, Chaturanga Dandasana. Achte auf dein Gesäß. Drehe die Ellbogen sanft nach außen und spüre die Stärke in deinem Körper. Ausatmen, gleite aus der Kraft der Armmuskulatur langsam zum Boden. Einatmen, presse die Hände fest in die Matte und richte deinen Oberkörper auf. Hände liegen unter den Schultern, Ellbogen dicht am Körper. Ziehe die Schultern weg von den Ohren. Urdhva Mukha Svanasana. Ausatmen, stelle die Zehen auf und drücke dich in Adho Mukha Svanasana. Rolle die Schultern nach außen, verteile dein Körpergewicht gleichmäßig auf deinen Händen und Füßen. Ziehe deine Wirbelsäule und Nieren nach innen, deinen Bauch vom Zwerchfell aus nach oben und den Brustkorb nach unten. Einatmen, bringe deinen linken Fuß zwischen deine Hände, helfe gegebenenfalls mit deiner linken Hand nach. Dein Blick richtet sich im Sprinter nach vorne, Schultern sind leicht zurückgerollt. Ausatmen, nun den rechten Fuß nach vorne. Einatmen, mache den Rücken noch einmal ganz lang. Ausatmen, falte dich nach vorne. Uttanasana. Lasse alles los und genieße die Dehnung in den Beinen. Einatmen, ziehe deinen Bauchnabel nach innen und komme mit geradem Rücken aus der Hüfte heraus nach oben. Mache dich noch einmal ganz lang und drücke die Handflächen aneinander. Rolle die Schultern sanft nach hinten und atme tief. Ausatmen, zeichne einen weiten Kreis und bringe die Hände wieder in Namaste.
Spüre die Wärme in deinen Handflächen. Spüre die Spannung in jedem einzelnen Finger. Und nun noch zwei dynamische Runden. Einatmen, ausatmen, zeichne einen weiten Kreis mit den Armen und bringe die Hände in Namaste. Einatmen, strecke deine Arme weit nach oben. Ausatmen, tauche mit geradem Rücken nach unten. Ein, rechten Fuß nach hinten, senke dein Knie. Atem anhalten, linken Fuß nach hinten, denke an dein Gesäß. Aus, senke Körper und Stirn zum Boden. Ein, hebe deinen Oberkörper, Füße gleiten aus. Aus, stelle die Zehen auf und drücke dein Gesäß zum Himmel. Ein, rechten Fuß nach vorne, zwischen die Hände. Aus, linken Fuß nach vorne, stehende Vorwärtsbeuge. Ein, strecke dich aus der Hüfte heraus nach oben. Aus, zeichne einen weiten Kreis und komme wieder in Namaste. Und links. Ein, aus, Namaste. Ein, strecke dich zum Himmel. Aus, gleite aus der Hüfte heraus zur Erde. Ein, linken Fuß nach hinten. Atem anhalten, dein Körper bildet eine Gerade. Aus, gleite zum Boden. Ein, Ellbogen dicht am Körper. Aus, Fersen ziehen Richtung Boden. Ein, linker Fuß zwischen deine Hände. Aus, rechter Fuß nach vorne. Ein, strecke dich nach oben. Aus, Namaste. Ein, aus, Po und Beckenboden anspannen. Ein, strecke dich zum Himmel. Aus, stehende Vorwärtsbeuge. Ein, rechter Fuß, Sprinter. Atem anhalten, schiefe Ebene. Aus, gleite zum Boden. Ein, heraufschauender Hund. Aus, herabschauender Hund. Ein, rechter Fuß, Sprinter. Aus, stehende Vorwärtsbeuge. Ein, komme aus der Hüfte heraus nach oben. Aus, Namaste. Ein, aus, Namaste. Ein, strecke dich, denke an den Bauchnabel. Aus, Uttanasana. Ein, Sprinter links. Anhalten, Chaturanga Dandasana. Aus, fließe zum Boden. Ein, Urdhva Mukha Svanasana. Aus, Adho Mukha Svanasana. Ein, linker Fuß, Sprinter. Aus, Uttanasana. Ein, strecke dich zur Sonne. Aus, folge deinen Atem. Hände in Namaste. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Versuche deine Ausatmung bewusst etwas länger als deine Einatmung zu gestalten und spüre, wie dein Atem dadurch schnell wieder zur Ruhe kommt. Stelle dich aufrecht an den Anfang deiner Matte. Füße hüftbreit auseinander. Po- und Beckenbodenmuskulatur kräftig angespannt. Hebe mit der nächsten Einatmung deine Arme und umfasse mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk. Lasse mit der nächsten Ausatmung deinen Oberkörper nach links gleiten und unterstütze die Dehnung mit einem sanften Zug an deinem rechten Arm.
Schließe deine Augen und atme tief in deine rechte Seite ein und wieder aus. Eine sanfte Variation von Uttita Kon Asana. Führe gedanklich deine Einatmung von den rechten Fingerspitzen durch deinen rechten Arm bis in die rechte Seite deiner Hüfte. Und atme von der rechten Seite deiner Hüfte über deine rechte Seite durch deinen rechten Arm und deine rechten Fingerspitzen wieder aus. Spüre, wie du mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr loslassen kannst. Einatmen, komme zurück zur Mitte. Umfasse mit der rechten Hand dein linkes Handgelenk und lasse deinen Oberkörper mit der nächsten Ausatmung nach rechts gleiten. Atme nun tief in deine linke Seite ein und wieder aus. Achte darauf, dass dein Brustkorb geöffnet bleibt und du nicht deinen Oberkörper nach vorne beugst. Dein Bauchnabel zieht leicht nach innen. Dein Becken ist sanft nach vorne gekippt. Deine Atmung ruhig und tief. Führe nun auch auf dieser Seite gedanklich deine Einatmung von den linken Fingerspitzen über deine linke Seite in deine Hüfte und deine Ausatmung von der Hüfte über deine linke Seite bis zu deinen linken Fingerspitzen. Komme mit der nächsten Einatmung zurück zur Mitte. Mache dich noch einmal ganz lang. Senke mit der Ausatmung deine Arme, halte die Augen geschlossen und spüre in die Längen deiner Seiten. Stelle dich mit gegrätschten Beinen aufrecht auf deine Matte. Hände in Namaste, Po- und Beckenbodenmuskulatur kräftig angespannt. Bringe deine Arme hinter deinem Rücken zusammen und umfasse deine Ellbogen. Drehe deinen rechten Fuß nach außen, atme tief ein und lasse dich mit der nächsten Ausatmung über dein rechtes Bein fließen. Dein Oberkörper ist parallel zum Boden. Die intensive halbe Streckung. Adha Paschottan Asana. Ziehe deine Schulterblätter zusammen und spüre die Öffnung im Brustkorb. Genieße die Dehnung in deinen Beinen. Einatmen, komme wieder nach oben und zur Mitte. Drehe den rechten Fuß nach innen. Linken Fuß nach außen. Atme tief ein und lasse dich mit der Ausatmung über dein linkes Bein gleiten. Oberkörper parallel zum Boden. Verankere dich fest mit deinem rechten Fuß in der Matte und atme tief. Thank you.
Stirn, Augenbrauen und Kiefer sind ganz entspannt. Einatmen, komme zurück zur Mitte. Linken Fuß nach innen. Ausatmen, löse die Arme. Ein, strecke dich nach oben. Aus, senke die Arme, Hände in Namaste. Schließe die Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte. Füße sind zusammen und berühren sich. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Lege deine Hände neben dein Gesäß, Fingerspitzen zeigen nach vorne. Ziehe die Zehen kräftig zu dir heran und schließe deine Augen. Drücke deine Handflächen fest in den Mattenboden, sodass du deine Wirbelsäule ganz aufrichten kannst. Arme sind gestreckt, Schultern leicht zurückgerollt, Stirn, Kiefer und Nacken ganz entspannt. Hebe deinen Brustkorb sanft und spüre in die Öffnung. Die Stabstellung, Dantasana. Drücke die Fersen, die Oberschenkelrückseiten, Knie und Hände fest in den Boden. Dein Hinterkopf und das Kreuzbein bilden eine gerade Linie. Dein ganzer Körper erfährt eine intensive Anspannung, während sich alle Gesichtsmuskeln entspannen können. Lasse deinen Atem frei fließen und genieße deine aufrechte Haltung. Setze dich mit gestreckten Beinen auf deine Matte in Dantasana. Strecke deine Wirbelsäule und genieße die aufrechte Haltung. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Ziehe mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein zu dir heran. Lege deine rechte Fußsohle an die Innenseite deines linken Oberschenkels. Einatmen, strecke deine Arme nach oben. Ausatmen, beuge dich aus der Hüfte heraus nach vorne. Lege deine Hände auf deinem Schienbein ab oder wenn es dir möglich ist, greife seitlich um deinen linken Fuß. Einatmen, strecke deine Wirbelsäule. Ausatmen, falte dich nach vorne. Schließe deine Augen und versuche mit jeder Ausatmung noch ein Stückchen mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Die halbe Vorwärtsbeuge, Jano Shirasana. Jano Shirasana streckt abwechselnd die Rücken- und Seitenmuskeln. Sie stärkt das Immunsystem, den Rücken, Lenden und Hüfte und macht sie beweglich.
Einatmen, strecke dich aus der Hüfte heraus nach oben. Ausatmen, Namaste. Strecke dein rechtes Bein und ziehe dein linkes Bein zu dir heran. Lege die linke Fußsohle an die Innenseite deines rechten Oberschenkels. Einatmen, mache dich ganz lang. Ausatmen, komme aus der Hüfte heraus nach vorne. Lege deine Hände wieder auf deinem Schienbein ab oder umfasse seitlich deinen rechten Fuß. Einatmen, strecke die Wirbelsäule. Ausatmen, falte dich nach vorne. Die halbe Vorwärtsbeuge regt Nieren, Leber und Bauchspeicheldrüse an und wirkt harmonisierend auf die Verdauung. Auch entwickelt sie Geduld, Hingabe und die wunderschöne Fähigkeit, loszulassen. Die Wadenmuskeln, Beinbeuger, Gesäß- und Rückenmuskeln werden gedehnt, Armbeuger und Hüftbeuger gestärkt. Einatmen, strecke dich wieder nach oben. Ausatmen, Namaste. Komme noch einmal in Dandasana. Richte deine Wirbelsäule auf, schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Steißbein. Winkle die Beine an, lege die linke Fußsohle vor dein Schambein, den rechten Fuß in deinen linken Ellbogen und falte die Hände ineinander. Schließe die Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in dein Becken. Drehe deinen Oberkörper mit der Ausatmung nach rechts. Ein zur Mitte. Aus nach rechts. Ein zurück. Und noch einmal. Bleibe in der Mitte und atme tief. Löse mit der Ausatmung die Stellung. Lege deine rechte Ferse vor dein Schambein, linken Fuß in den rechten Ellbogen. Falte die Hände ineinander und genieße die Dehnung. Atme tief in dein Becken ein und wieder aus.
Drehe dich mit der nächsten Ausatmung nach links. Ein zur Mitte. Aus nach links. Ein zurück. Und noch einmal. Bleibe in der Mitte und genieße die Dehnung. Ausatmen, löse die Stellung und komme zurück in Dandasana. Schließe die Augen, atme tief und spüre die Weite in deinem Becken. Wirbelsäule und Beine sind gestreckt, Zehen zeigen zu dir. Hände liegen neben deinem Gesäß und drücken fest in den Mattenboden. Ziehe mit der nächsten Einatmung deinen rechten Fuß zu dir heran und setze ihn an die Außenseite deines linken Oberschenkels. Umfasse dein rechtes Knie mit deinem linken Arm und ziehe es zur Brust. Einatmen, strecke deinen rechten Arm zur Sonne. Ausatmen, setze ihn so weit und so dicht wie möglich hinter deinem Rücken ab. Dein Blick richtet sich mit geschlossenen Augen über deine rechte Schulter. Ziehe die Zehen deines linken Fußes fest zu dir heran. Deine rechte Fußsohle liegt ganz am Boden auf. Der halbe Drehsitz, Adha Mattsandrasana. Achte darauf, dass die Drehung aus der Brustwirbelsäule heraus geschieht. Drehe den Kopf nur so weit, wie es sich für dich angenehm in der Halswirbelsäule anfühlt. Entspanne deine Schultern und genieße die Drehung deiner Wirbelsäule. Richte dich mit jeder Einatmung auf. Öffne den Brustkorb, dehne die Wirbelsäule und lasse deinen Oberkörper ganz sanft mit der Ausatmung weiter in die Drehung fließen. Löse mit der nächsten Einatmung die Stellung und bringe deinen rechten Arm zurück zur Mitte. Wechsle die Seite. Strecke dein rechtes Bein und ziehe dein linkes Bein zu dir heran. Setze deinen linken Fuß an die Außenseite deines rechten Oberschenkels. Umfasse mit dem rechten Arm dein linkes Knie. Einatmen, hebe den linken Arm zur Sonne. Ausatmen, setze ihn so weit und so dicht wie möglich hinter deinem Rücken ab. Einatmen, richte dich auf. Ausatmen, gleite weiter in die Drehung. Adha Mattsandrasana ist eine der hilfreichsten Übungen gegen Kreuzschmerzen. Sie kräftigt die aufrichtende Muskulatur und macht die Brustwirbelsäule seitlich flexibel. Auch regt sie die Verdauung an, massiert die Bauchorgane und führt Gifte ab. Dein Atem ist tief. Dein Geist offen, wachsam und klar.
Löse mit der nächsten Einatmung die Stellung, komme zurück in Dandasana. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit in deine Brustwirbelsäule. Setze dich in den Fersensitz. Hände ruhen entspannt auf deinen Oberschenkeln. Bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Komme in den Vierfüßlerstand. Handgelenke parallel zu den Schultern, Knie parallel zu den Hüftgelenken. Einatmen, richte dein Becken auf und hebe deinen Kopf. Ausatmen, ziehe deinen Bauchnabel nach innen und wölbe deinen Oberkörper. Einatmen, strecke deine Wirbelsäule in die Rückbeuge. Ausatmen, mache deinen Rücken ganz rund, Kinn zur Brust. Führe die Übung in deinem eigenen Atemrhythmus weiter. Die Katze. Majariasana. Schließe die Augen und versuche mit der Einatmung in jeden einzelnen Wirbel zu spüren. Während du deinen Rücken wölbst, dein Bauchnabel zieht fest nach innen. Bei der Ausatmung schiebst du dein Becken nach vorne und richtest sich Wirbel für Wirbel auf. Lasse die Bewegung wellenförmig vom Becken zum Kopf und vom Kopf zum Becken fließen. Macharyasana entspannt die gesamte Rückenmuskulatur und löst Verspannungen im Rücken und in den Leisten. Sie wirkt sehr ausgleichend und beruhigt den Geist. Auch harmonisiert und vertieft sie die Atmung. Lasse dich mit der nächsten Ausatmung auf deine Fersen gleiten. Strecke die Arme noch einmal nach vorne und lege sie dann zu deinen Füßen. Schließe deine Augen und spüre nach. Lege dich in die Bauchentspannungslage. Deine Stirn ruht auf deinen Händen, deine großen Zehen berühren sich. Fersen fallen locker nach außen. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Kopf. Lege deine Unterarme senkrecht zu deinem Körper auf den Boden und lasse deinen Kopf sanft nach hinten gleiten. Deine Ellbogen liegen unter deinen Schultern. Ziehe die Schulterblätter nach unten und hinten und schließe deine Augen. Die Fußrücken liegen nebeneinander entspannt am Boden. Die Sphinx, eine sanfte Variation von Bhujangasana. Spanne mit der Einatmung deine Beckenbodenmuskulatur kräftig an und lasse sie mit der Ausatmung wieder los. Spüre den Freiraum im Brustkorb und atme tief.
Die Sphinx stärkt sanft die ganze Rückenmuskulatur und wirkt wunderbar gegen Rundrücken und hängende Schultern. Viele Kreuzschmerzen resultieren aus Fehlhaltungen im Brustwirbelbereich. Deshalb ist es wichtig, die Muskulatur in diesem Bereich zu stärken und die Flexibilität zu fördern. Auch hat diese Asana eine sehr öffnende und befreiende Wirkung. Löse mit der nächsten Ausatmung die Stellung, komme wieder in die Bauchentspannungslage und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Herzen. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Kopf. Bringe dein rechtes Knie angewinkelt neben deine rechte Hüfte und deine rechte Fußsohle an dein linkes Knie. Lege deine Stirn wieder auf deine Hände und versuche in der Stellung zu entspannen. Gehe nur so weit in die Stellung, wie es dir angenehm ist, und spüre in dein Becken. Eine Variation des Krokodils auf dem Bauch, Makha Asana. Atme tief in die Dehnung ein und wieder aus. Versuche mit jeder Ausatmung mehr und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Hebe mit der nächsten Einatmung deinen Kopf, lasse erst das rechte Bein mit der Ausatmung nach hinten ausgleiten und ziehe nun mit der Einatmung dein linkes Knie neben deine linke Hüfte. Lasse deine Stirn wieder auf deinen Händen ruhen. Versuche auch auf dieser Seite tief in die Dehnung zu atmen und mehr aus der Hüfte heraus loszulassen. Makha Asana öffnet die Hüfte und Leisten, fördert die Verdauung und hat eine harmonisierende Wirkung auf die Unterleibsorgane. Einatmen, hebe deinen Kopf, ausatmen, lasse dein linkes Bein ausgleiten. Komme wieder in die Bauchentspannungslage und spüre einen Augenblick nach. Lege dich in die Rückenentspannungslage. Achte bei der folgenden Asana darauf, dass du den Kopf in der Stellung nicht mehr drehst und nur meinen verbalen Anweisungen folgst, um deinen Nacken zu schützen.
Bringe deine Füße zusammen. Drehe deine Handflächen zum Boden, spanne deine Bauchmuskulatur an und ziehe deine Beine mit der nächsten Einatmung nach oben in den Schulterstand. Unterstütze deinen Rücken mit deinen Händen und lasse deine Knie angewinkelt. Deine Knie strecken sich zum Himmel, deine Füße sind parallel zum Boden. Der einfache Schulterstand, Sahaja Shavasana. Atme tief und richte dich in der Stellung ein. Genieße die Dehnung in der Halswirbelsäule und bringe deine Aufmerksamkeit zu deinem Kehlkopf. Versuche ganz langsam und bewusst in der Ujjayi-Atmung zu atmen. Durch die Umkehrhaltung werden alle inneren Organe besser durchblutet. Sahaja Shavasana regeneriert die Lebensenergie. Nach einem anstrengenden Arbeitstag kannst du durch diese Asana schnell wieder neue Energien mobilisieren. Kippe dein Becken nach vorne und lasse mit der nächsten Ausatmung deine Knie auf deine Stirn gleiten. Deine Zehen strecken sich zum Himmel. Dein Rücken wird weiterhin von deinen Händen unterstützt. Der einfache Pflug, Purva Halasana. Genieße die Nähe zu dir selbst und atme langsam und bewusst. Deine Bauchorgane erfahren eine sanfte Massage. Die Schilddrüsenfunktion wird harmonisiert, alle inneren Organe und dein Gehirn mit mehr Blut versorgt. Genieße die ausgleichende Wirkung von Purva Halasana. Bringe nun deine Handflächen zum Boden. Und rolle mit der Ausatmung deinen Rücken Wirbel für Wirbel ab. Ganz langsam und bewusst. Wenn dein Rücken ganz aufliegt, atme noch einmal tief ein, strecke deine Beine, hebe deinen Kopf, drücke den unteren Rücken fest in die Matte und bringe deine Beine mit der Ausatmung aus der Kraft der Bauchmuskulatur zum Boden. Lasse die Füße wieder locker nach außen fallen, senke deinen Oberkörper, Handflächen zeigen nach oben und genieße die Entspannung. Lege dich auf den Rücken, die Beine etwas weiter als hüftbreit auseinander, damit auch deine Hüfte entspannen kann. Füße fallen locker nach außen. Arme etwas weiter vom Oberkörper entfernt, Handflächen zeigen nach oben. Atme noch einmal tief in den Bauch ein und wieder aus. Vergesse nun die Zukunft und die Vergangenheit. Lasse alle Gedanken los und sei einfach nur hier, in deinem Raum,
und spüre, was in dir geschieht. Ich werde nun sehr zügig einzelne Körperteile von dir benennen. Richte deine Aufmerksamkeit für den kurzen Moment auf das jeweilige Körperteil. So kann dein Körper entspannen, während dein Geist offen und klar bleibt. Rechter Fuß, rechte Fußsohle, rechter Fußrücken, rechtes Fußgelenk, rechtes Schienbein, rechte Wade, rechtes Knie, rechter Oberschenkel, rechte Seite der Hüfte, linker Fuß, linke Fußsohle, linker Fußrücken, linkes Fußgelenk, linkes Schienbein, linke Wade, linkes Knie, linker Oberschenkel, linke Seite der Hüfte. Gesäß, Becken, Bauchraum, Brustkorb. Rechter Handrücken, rechte Handinnenfläche, rechtes Handgelenk, rechter Unterarm, rechter Ellbogen, rechter Oberarm, rechte Schulter. Linker Handrücken, linke Handinnenfläche, linkes Handgelenk, linker Unterarm, linker Ellbogen, linker Oberarm, linke Schulter. Unterer Rücken, mittlerer Rücken, oberer Rücken, Nacken. Kehlkopf, Kinn, Unterlippe, Oberlippe, rechte Wange, linke Wange, rechtes Ohr, linkes Ohr, rechter Nasenflügel, linker Nasenflügel, rechtes Auge, linkes Auge, Stirn und Kopfhaut.
Vertiefe nun wieder deine Atmung. Komme ganz langsam zurück in deinen Raum. Atme tief in den Bauch ein und wieder aus. Bewege langsam deine Hände und deine Füße. Strecke dich und recke dich. Spüre, welche Bewegung dir nun gut tut und genieße deine frisch gewonnene Energie. Ziehe deine Beine zu dir heran, lege deine Hände auf deine Knie und mache kleine kreisende Bewegungen mit den Knien, sodass du deinen unteren Rücken gut im Mattenboden spüren kannst. Und noch einmal zur anderen Seite. Umfasse dann deine Beine ganz, rolle dich nach rechts und nach links. Gebe deinem Rücken eine schöne Massage. Rolle dann nach vorne und wieder zurück. Erst ganz sanft und dann immer kräftiger, bis du zum Sitzen kommst. Setze dich in einen für dich bequemen kreuzbeinigen Sitz. Du kannst dir dafür auch ein Kissen nehmen. Achte darauf, dass dein Rücken ganz gerade ist, Kinn leicht zur Brust gezogen, deine Schultern und Arme ganz locker und entspannt. Deine Hände ruhen sanft auf deinen Knien. Daumen und Zeigefinger berühren sich leicht im Chin-Mudra. Schließe deine Augen und bringe deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung. Ich danke dir. Namaste.